Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Ihr seht, ich bin glücklich. Ich hatte gerade ein paar saftige, richtig saftige Tausche. Und zwar mit einem Kollegen. Da hatte ich drei Accounts von ihm, mit dem ich lucky war. Und da Event ist und wir zweimal am Tag Spezialtausch machen könnten, haben wir das auch getan und dann nochmal einen normalen. Und ich habe mir richtig gegönnt. Okay, RW-technisch ist jetzt nichts besonders draus geworden. Clipbook. Nicht viele geben mir Clipbook ab. Hätte was Besonderes werden können. 888 ist 100, aber leider nicht. Und erlöst Shiny Pinsir. Meine erlöste Shiny Lucky Sammlung wächst. Jetzt habe ich 3 von 9. Also alle, die mir Pinsir aufgehoben haben, danke, brauche ich nicht mehr. Aber da findet sich sicher was anderes. Gibt ja noch genug andere Krypto-erlöste Shinies. Und ansonsten noch was für die Sammlung, einfach nur das Eichhörnchen Picochilla, aber das war jetzt insbesondere der Account, hatte nicht viel. Dementsprechend einfach nur was abgehakt für die Sammlung. Die Sammlung seht ihr demnächst. Ich versuche jetzt halt während des Events auch noch die letzten paar Tage des Monats immer 2 am Tag zu schaffen. Mein Ziel war ja jeden Monat, also jeden Tag diesen Monat, einen Lucky Tausch zu machen, einen Spezial Shiny Lucky Tausch. Und jetzt mit dem Event versuche ich wieder 2 am Tag zu schaffen. Bisher sieht es ganz okay aus. Ich habe ein paar Kollegen, mit denen bin ich auf mehreren Accounts lucky. Das heißt, man trifft sich nur mit einer Person und kann gleich zweimal tauschen. Also ist es gar nicht so schwer, die Tage zu füllen. Vielleicht überlege ich sogar nach Regensburg zu fahren. Ich habe 2 Kollegen aus Regensburg, mit denen bin ich lucky. Einen Kollegen besuchen, den Anteco, der Leinde. Vielleicht machen wir das auch noch. Und ansonsten ist heute Raid-Stunde. Ich werde zu Hause raiden. Zu Hause. Wer die letzten Videos gesehen hat, der weiß, dass ich versuche, die Nachbarschaft ein bisschen wieder zu stärken. Es geht halt in den Gruppen nichts und sowas. Und ja, wieso nicht? Wenn man da dann mit seinem Account kommt und da die Raids durch mich halt dann zustande kommen und die Nachbarschaft halt ein bisschen stärken, Community wachsen und supporten und sowas. Ich meine, die meisten Sachen hier habe ich eh schon auf Gold und wenn nicht, dann beim nächsten Arena-Event. Also muss ich halt nicht unbedingt eine Raid-Stunde machen an Arenen, wo ich noch nicht auf Gold habe. Lieber die Community supporten. Was wir bis dahin machen, keine Ahnung, denn es ist noch relativ früh. Vielleicht ein bisschen ein paar Runden drehen, ein paar Crypto-Stops machen, selber ein paar shiny Kryptos jagen. Euch viel Glück, viel Erfolg beim Raid-Day. Was für Raid-Day, Mann? Raid-Stunde. Es ist Rüstungsmythe am Start. Letztes Mal, wo er am Start war, waren die Leute ja nicht so begeistert, aber ich glaube, dieses Mal sind die Leute ein wenig interessierter. Ich hätte noch gerne 100er Mewtwo für meine 100er Mewtwo-Sammlung. Den würde ich schon gerne maxen. Oh, warte, ich stelle mich kurz rein, wo es nicht so windig ist. Ich mache gerade einen Rocket-Stop, aber nichts Besonderes hier. Ich erzähle euch ja immer meine, wie nennt man das, Begegnungen. So, was passiert, wenn irgendwelche Leute mich anquatschen. So, was ich halt so erlebe. So random Sachen wie letztens, wo dieser Bosnier nach dem Weg gefragt hat, checkt das wieder ab. Oder wo dieser Junge zu schnell gelaufen ist und sein ganzes Essen auf den Boden gefallen ist. Oder wo diese eine Dame nach dem amerikanischen Konsulat gefragt hat. Jetzt hat so eine Dame nach dem Weg gefragt, Straße war direkt vor uns, was kein Problem ist. Aber wer fragt noch nach dem Weg? Also sie war halt jung, sie war glaube ich sogar jünger als ich, hat halt nach dem Weg gefragt. Und ich wusste es halt auch nicht, aber ich habe halt Google Maps gefragt. Und keine Ahnung, irgendwie fand ich das so komisch, weil wo ist ihr Handy, wo ist ihr Google Maps? So, hier ein Raid. Wieder ohne Bildschirmaufnahme, weil ich auf dem iPhone raide. Weil mit den anderen 2 Handys bin ich mit anderen 2 Accounts angeloggt. Und auf dem iPhone, ich weiß nicht, vielleicht kann man das irgendwie ändern, gab es ein Limit von 10 Accounts, die man, oder ich glaube 10, also es gab ein Limit, wie viele Accounts man speichern konnte. Und dadurch gibt es halt Accounts, die halt hier nicht drauf sind. Deswegen kann ich hier nur eigentlich mit meinem Main raiden. Ja, hat sich doch eine schöne kleine Gruppe gebildet. Alle spontan, alle nicht in die Liste geschrieben. Aber die machen nur 1-2 Raids, also bin eine ruhige Runde. Ich kann nicht viel erwarten. Ja. Auf jeden Fall, das ist der X-Raid der Arena. Bei so vielen Leuten kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die demnächst auslöst. Wir wissen ja nicht so genau, weil nächste Einladung oder der nächste X-Raid ist ja ein bisschen komisch. Der ist ja ein bisschen zeitversetzt, ein bisschen ziemlich spät.
So, ich zeige euch hier mal ein bisschen was. 18 Leute, beziehungsweise 18 Accounts, ja, stabil. Kann man machen, kann man auf jeden Fall machen. Und ich auch drei Arenen oder so hier blockiert. Also das mit dem Blockieren nervt schon, weil das blockiert halt. Wie der Name schon sagt, also schon nervig, das mit dem Blockieren. Kommt schon Leute, haut rein. Ist echt kalt geworden. Vorhin hat es aus dem Nichts wirklich angefangen zu schneien. Schnee und Hagel und Sturm. Und jetzt ist halt richtig eisig kalt, Mann. So, das wollen wir mal sehen. Ich glaube 18:21. Bin mir nicht sicher. Schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so lief. Habt ihr ein paar Mewtwo's gemacht mit Rüstung oder nicht? Und habt ihr einen guten bekommen oder nicht? Ich habe beim letzten Mal keinen einzigen guten bekommen. Mein bester war 93. Und ihr wisst, 93 ist nicht gut genug für mich. So, wir sind fertig und. Und. Wetterbuch, sowas. Der war schlecht. Der von vorhin. Ich habe zwar nicht gecheckt, die Avi, aber ich habe gesehen, dass die anderen einen höheren haben. Und der hatte doch Wetterboost. Alter, ist echt kalt geworden, Leute. Nicht so saftig. Wir haben schon 4-5 Leute verloren. 5 Accounts auf jeden Fall. Und ja, ich glaube maximal 3. Nach dem dritten war es das, glaube ich. Vor allem den kann man jetzt nicht mit 3-4 Leuten machen. Also schon, ja, 4 ist, glaube ich, das Minimum. Aber da müssen es halt hier solide Leute sein. Also in der Gruppe geht, glaube ich, echt heute nicht mehr als 3. Was halt schon schade ist. Ich hätte halt echt gerne 15 Raids gemacht. Aber in der Kürze liegt die Würze. Wenn jetzt hier direkt ein 100er kommt, müssen wir gar nicht 15 Raids machen. Da müssen wir den überhaupt nicht raiden jetzt die Woche dann. Also wünsche mir Glück, Leute. 100er incoming. Darkai, gib ihm. Darkai, gib ihm. Puh. So. Schauen wir mal. Oh Gott. Oh Gott, ist er schlecht. Ich bin traurig. Es ist so kalt, Leute. Es ist so deprimierend. Wie einfach nichts zustande kommt hier. Die Stimmung ist nicht nur bei mir so in letzter Zeit, sondern irgendwie generell. Aber ein 100er könnte die Stimmung auflockern. Der von vorhin war ja unglaublich schlecht. Alter, das war echt dreist. Hoffentlich lohnt sich dieses Geleide hier in der Kälte. Alter, der geht echt nicht down. Leidend. Los, Leute. Wuchtschlag hat eingesetzt. Oh Gott, oh mein Gott, der andere Gigatina. Wir haben nicht geheilt dazwischen. Es war zu kalt. Ich hätte mein Handy und meine Hände in der Hosentasche. Egal. Go, 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 go. Jetzt hat. Geht down. Geht down. Er ist down. Alter, er ist noch schlechter geworden. What the fuck? Yo, was geht, Leute? Es ist der nächste Morgen und Alter, es war gestern so kalt. Heftig. Ja, letzter Raid, den habe ich nicht mehr gezeigt. Ich habe die Hand nicht mehr rausbekommen, also ich habe nicht mehr gefilmt, weil es war einfach zu kalt. Auf jeden Fall, was hatte ich? 21,99. Zweimal hintereinander. Also die Kälte hat sich für diesen Aufwand leider nicht gelohnt. Was sich auch nicht wirklich gelohnt hat, sind halt die 4 Raids. Es waren halt nur 4. Und ihr wisst normalerweise, ich raide schon relativ viel, also mehr als der Durchschnitt. Und auch bei Raid-Stunden eigentlich versuche ich da so viel wie möglich in der Stunde zu machen. Und keine Ahnung, wir haben da 35 Minuten oder so geradet. Und ursprünglich war ich ein bisschen
nicht wütend, wütend ist übertrieben, aber ein bisschen enttäuscht und im Nachhinein bin ich eigentlich schon froh, dass ich das gemacht habe, also hier in der Nachbarschaft zu raiden, weil die ganzen Leute, es waren doch schon relativ viele, die haben zwar nur ein, zwei Raids mitgenommen, aber es sind halt ein, zwei Raids mehr, als sie halt mitgenommen hätten, wenn ich nichts eingetragen hätte, also wenn ich die Tour nicht gestartet hätte. Und ja, darauf kommt es auch an. Die ganze Zeit darüber reden, dass die Gruppen tot sind und es keine Raids zustande kommen, da muss man halt selber was machen. Wenn keine Raids zustande kommen, dann muss man halt dafür sorgen. Und wenn niemand irgendwas macht, weil ihr seht ja, hätte ich nichts reingeschrieben, hätte keiner von denen geradet und dadurch hat wenigstens 5, 6, 7, 8 Leute ein, zwei Raids gemacht. Nicht, dass sie sich irgendwie selber organisieren mal, aber das ist eine andere Sache. Wisst ihr, was ich meine? Wenn halt jeder nur sagt, yo, hier geht nichts, da geht nichts, die Gruppe ist tot, selbst Innenstadt geht nicht mehr so viel. Man braucht halt nicht nur Leute, die labern und labern, sondern auch Leute, die tun und tun. Nicht, dass ich jetzt unbedingt der Überklasse bin, der so viel tut und sowas, aber hin und wieder mal kann nicht schaden. So ein Appell an alle. Ich versuche auf jeden Fall öfters jetzt hier zu raiden wieder mal und die Gruppe in Schwung zu bringen. Also wenn ich hier irgendwo sehe, ein, zwei Leute melden sich an und versuchen zu raiden, aber es kommt nicht zustande. Ich schau vorbei, ich gebe ein paar Pässe aus für die und dann sehen Leute das. Das ist ein komischer Effekt. Mehr dazu am Samstag. Da treffe ich mich mit ein paar alten Kollegen, ihr kennt die. Die alten Yu-Gi-Oh! Jungs, TBT-Jungs, alte Ex-Pokémon-Go-Spieler. Aber es ist halt immer so, erst wenn genug Leute oder mehrere Leute da sind, kommen sie. Wenn einer sich anmeldet, fünf haben Interesse, aber keiner von denen meldet. Oh, andere Story. Ich war mal bei einem Raid, Taubenmann in der Innenstadt. Da geht eigentlich immer was. Ich sehe so hier ein paar Leute mit Handy da, den kenne ich, den kenne ich. Okay, 7, 8, 9 Leute, kein Problem. Ich gehe in die Lobby. Raid startet, ich gehe in die Lobby. Normal muss man schnell reingehen, weil sonst ist direkt voll. Auch Spoofer sind viel am Start. Counter läuft down. 40, 50 Sekunden nur noch. Keiner geht rein. Ich drehe mich so um. Hey Digga, willst du nicht reingehen? Er so, ja, aber wir sind dann nur zu zweit, das reicht nicht. Ich so, willst du mich verarschen? Da steht einer, der geht nicht rein. Da geht einer nicht rein. Da geht einer nicht rein. Zusammen sind wir 10 Leute. Wieso geht keiner rein? Dann sind alle reingegangen. Wir haben den Raid geschafft. Und genauso ist es hier und auch mit der Freundesgruppe. Voll viele haben Interesse, aber keiner trägt sich ein, keiner macht was und dann kommt halt nichts zustande. Wie gesagt, es waren 8, 9 Leute am Start, die hätten sich auch ohne mich eintragen können und Raids wären zustande gekommen. Aber es braucht halt immer diesen einen Indikator, Indikator ist nicht das richtige Wort. Katalysator ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich hasse Chemie. Auch jetzt mit den Jungs, wir treffen uns endlich mal, weil ich was organisiert habe. Wie gesagt, ich will mich nicht als der große Tolle darstellen, aber es ist halt so, meistens fragt einer was. Und vielleicht haben ein, zwei Interesse, aber keiner antwortet oder sowas. Wenn ich dann zum Beispiel sage, ja okay, ich bin dabei, auch wenn ich nicht wirklich Bock habe oder Zeit habe. Dann kommt noch einer und dann sieht der andere, ah okay, es sind schon 3, dann wieso komme ich auch nicht auch vorbei. Und dann sieht der eine, oh 4, 5, alle sind am Start, dann muss ich ja eigentlich auch kommen. Und so läuft das halt immer ab und man braucht halt immer diesen einen, der kommt. Und dann kommen halt noch mehr und noch mehr. Das will ich eigentlich, darauf wollte ich hinaus. Lange Story. Auf jeden Fall raid-technisch geht es ja halt momentan leider nicht so gut ab. Aber manchmal kann man auch was dagegen tun. Klar, Wetter ist nicht so toll, aber manchmal liegt es auch an euch, an uns, wenn wir da einen Schritt vorangehen und da manche Sachen, das geht auch natürlich fürs Leben einfach, und da dann irgendwas initiieren, dann findet es vielleicht auch statt. Meine weisen Worte an euch, Leute. Euch viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg heute, was auch immer ihr treibt. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier Business.